Wie gewonnen, so zerronnen. Eine 80-jährige Nonne in den USA muss ins Gefängnis, weil sie eine Grundschule in Kalifornien bestohlen und das Geld im Casino verzockt hat. Wie die Los Angeles Times berichtet, habe sie jahrelang Geld unterschlagen, um sich luxuriöse Urlaube zu finanzieren und dem Glücksspiel zu frönen. Insgesamt soll es sich um eine Summe von 800.000 US-Dollar, etwa 700.000 Euro, gehandelt haben. Die alte Dame zeigte sich der Zeitung zufolge reuig. Ich habe gesündigt, ich habe gegen das Gesetz verstoßen und ich habe keine Entschuldigung. Um eine Ausrede war die Kirchenfrau, die ein Armutsgelübde abgelegt hatte, dennoch nicht verlegen. Nachdem die Erzdiözese Los Angeles nachhakte, soll sie geantwortet haben, dass Priester besser bezahlt würden als Nonnen. Sie sei der Meinung, eine Gehaltserhöhung verdient zu haben.